Weg zu dem Mon Calamari-Kreuzer frei. Die Rebellen werden büßen. Und hiermit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Star Wars Battlefront 2. Oh, nach langer Zeit sind wir wieder in Star Wars Battlefront und wir spielen den Sternjäger-Modus, wo ich allerdings sagen muss, ich bin extrem scheiße in dem Modus. Also, es wird werden keine guten Runden, ich möchte aber nur mal so zeigen, dass eigentlich schöne Ansätze hat, nur einfach überhaupt nicht mein Spielmodus ist. Also das ging mit den KIs, das fand ich extrem gut in der Story-Mission, aber hier muss ich ehrlich sagen, ich bin zu blöd dafür. Ja, obwohl ich auch jetzt mal einen Typen getötet habe. Wow. Wow, ich bin zwar jetzt Platz 1 gerade, interessanterweise, eigentlich der eine hier schon 4 Kills hat. Ich fokussiere mich dann leider auch immer dann auf die, die mich getötet haben, anstatt auf mögliche andere Ziele. Oh, hat geklappt. Zerstört ihre Blockadebrecher. Macht den Weg frei. Wow. Na, einen Kill Assist bekommen. Eine Staffel Tri-Bomber ist zu uns gestoßen. Beschützt sie während ihres Angriffs. Wow. Das sind ziemlich schnelle Runden. Also das Spielprinzip hat halt echt ordentlich was. Aber ich bin einfach viel zu schlecht für. Und bumm, bin besiegt. Schade. Aber es geht ab. Gar nicht mal so schlecht dabei. Ich mal ein bisschen Jäger abwechseln, obwohl ich anfangen Jäger anscheinend irgendwie besser kriege. Ich habe, um ehrlich zu sein, relativ wenig Ahnung, was wir machen sollen. Wetten zerstören. Machen wir das mal und werden zerstört. Nun ja. Vor allem das Matchmaking hier ist einfach hier mega katastrophal, finde ich. Weil hier dann halt die Profis mit den Schlechten auch zusammenspielen und die, die halt vorher nichts können, die können es danach auch nicht. Die Fähigkeit war jetzt komplett gewastet. Zum Beispiel dieser Mar-L. Der hat mehr... Schaut euch mal das Team an. Ich bin der drittbeste jetzt aus meinem Team. Und Kills her hat der letzte Fuß dem Gegnerteam schon fast mehr. So, jetzt haben wir auch jetzt gleich verloren. Und das war's schon. Rückzug! Die Schlacht ist verloren! Nun ja. Das wird man nicht so oft auf meinem Kanal sehen, diesen Modus. Wobei ich hier sagen muss, ich war gar nicht mal so schlecht dabei mit 7 Kills. Man sieht halt. Der Beste aus unserem Team hatte 2000 Punkte. Das ist fast schon der letzte von den Gegnern. Oh.
Cool. Alter, man kann als... Seit wann kann man als Droiden spielen? Wie geil ist das denn? Können die auch... Nee, können die gar nicht. Oder die können das. Nee, können sie auch nicht. Nee, in Clone Wars war ja so, dass manche von diesen Droiden solche Raketen haben, die sich aufsplitten können. Aber cool, das wusste ich gar nicht, dass man als die spielen kann. Sensoren zeigen, dass konzentrierter Beschuss der Venator-Brücken ihre Offensivmöglichkeiten lahmlegen. Und vor allem auf Kamino. Ja, ich hab diesen Mark. Und bin vom Tom draufgegangen. Ja. Team Bellingson ist... Ich verstehe es ja, dass es schwierig ist, aber... Das ist halt echt nicht gut. Ja, Tom. Easy. Ah, wir sollten... Ah, ja. Macht Sinn. Allerdings. Konzentriert den Beschuss auf die Venator-Brücken. Bam. Achso, das waren Klone. Ja, vom ersten weggemacht. Diese Arkflüger... Flügler... Von den... Republikaner finde ich echt cool. Generell hier, diese Klon-Zeitalter, das finde ich eigentlich am besten in Star Wars. Hab mir jetzt dann auch andere Teile nicht gerade gesehen, aber... Kill steals. Edgy. Ja, das sieht so cool aus. Was war das denn, Junge? Dann spiel ich mal als Tri-Jäger. Einfach ein bisschen Abwechslung. Scheint aber jetzt gut zu gehen. Ich kann mir vorstellen, dass das hier sehr... Er hat eine Feuerpower. Boom. Ist das immer bei den Abfangjägern? Das ist das Horrible. Oh, Mann. Arg. Ja, das ist ein Arg. Bürger war. Naja, schade. Ich kann jetzt als. Boba Fett spielen. Auch wenn ich dieses Flugzeug sehr komisch finde. Dann habt ihr meine Aufmerksamkeit. Keine Ahnung, was du kannst. Der Venator ist außer Gefecht. Angriff fortsetzen. Schaltet die feindlichen Jäger aus. Ja, natürlich ist man halt... Ein riesiges Ziel. Und geht halt auch ziemlich schnell drauf.
Aber ich schlag mich gut für die Runden. Offensive eingeleitet. Ich finde das auch cool, eigentlich, dass man hier so ein Spiel Taste hat, wo man halt sehen kann, wo man hinschießen muss. Allerdings, ich mag also ich mag diesen Tree-Druiden nicht so ganz. Teste ich mal den hier. Diese Bolsche-Druiden sind waren auch sogar mobile Einheiten, die konnten man. Okay, der Bomber ist ja lahm. Wir spielen auch alle diesen Arc-Flieger. Ich denke mal, der scheint ziemlich gut zu sein. Ich spiele lieber diesen Vulture-Druiden hier. Analysiere Schlachtfeld. Ja, ich kann ja einen Arc-Flieger und nicht mehr. Hab ich gut gemerkt, ne? Wie cool das aussieht, dass hier ein Stern zerstört. Taktische Anmerkung. Unter Beschuss. Warum fliegt? Ich sag ja, erwartet kein hochqualitatives Gameplay. Angriff der Bomber der Gegnerklasse erfolgreich. Mark L wieder weggemacht. Ja, auch feuern, wenn ich die Rakete anvisiere, ich Flap. Und ich, wenn ich anvisiere, schieße ich gar nicht mehr, weil ich denke, hey, geht ja sowieso nicht. Am Arsch geht das nicht. Mann. Vorsicht, Distanz dran. Danke, Mann, der Panzer. Stelle jetzt Kontakt her. So, darf Vader den Klon kriegen. Mhm. You know what I mean. Okay, war eine kurze Staffel mit ihm. Warum bin ich Platz 1 auf meinem Team? Ja, und vor allen Dingen, ich habe als Platz 1 weniger Punkte als die Hälfte der Gegnermannschaft. Och man, Junge. Vor allem ich. Keine Ahnung. Ausfall registriert. Wie man anderen ausweichen kann. Aber alle anderen weichen aus, als ob sie noch nie was anderes gemacht hätten. Entwickle taktischen Plan. Die republikanischen Kreuzer müssen zerstört werden. Wir müssen eigentlich den Kreuzer hier angreifen. Nein, ich wollte. Ach Mann. Schade. Ja, 13 Kills. Nein, hat 50 Kills, ne? Das ist so. Ist es. Ich bin Fünfter! Hey.
Ahnung, wie ich das gemacht habe. Der eine hier hat 50 Kills. Der Beste aus uns hat 9 Kills. Dieses Spiel ist so... Eine unserer Kamino-Klonanlagen wird von Separatisten angegriffen. Oh Mann. Okay, anscheinend habe ich jetzt noch... Möchte ich jetzt noch eine Runde spielen. Ja, kann ich mal den Arc-Liga testen. Das soll anscheinend ja gut sein. Erhöht Maximalgesundheit. Gerne. Ich möchte nicht ganz Zeit drauf gehen. Oh Mann. An Solo und Chewbacca. Macht Sinn, dass die einen Klonkrieg sind. Wobei Chewbacca, der war ja da. Way und Chewbacca macht noch mehr Sinn. Oh, das ist cool. Also wusste ich gar nicht, dass man hier diese Flieger auch spielen kann, aber das ist cool. Das ist Knöchchen! Also die Dinger sind, muss man sagen, lahm. Aber scheinbar sind die verdammt stark, die Kanonen. Ach verdammt, Manu. Ja! Bomber der Hyänenklasse beschießen unsere Schiffe. Schaltet sie auf! Ja, was war das denn? Gute Arbeit, Grünschnabel! Also ich muss sagen, ich bin überrascht, wie nicht scheiße ich bin heute. Sonst war ich katastrophal. Ich hab mal mit Mühe und Not mal jemanden getroffen. Vielleicht ist das jetzt auch einfach nur, weil die anderen Spieler auch so scheiße sind. Ach, schade. Ihre Bomber kommen durch. Zeig sie an. Aber... Beschützt die Brücken des Venatros. Wir haben die Bomber daran gehindert, ihren Angriff abzuschließen. Also die Dinger gehen aber auch wahnsinnig schnell down. Aua. 3, 4, 7, irgendwas. Ich hab 11 Kills. How the fuck did that happen? Und man hat die BTL-BY-Flüger. Aber ich mag diesen Flieger hier. Ansonsten würde ich es ja gerne testen, aber ja, ich mag den gerade zu sehr. Vor allem, dass man hier auf Kamino so kämpft. Die Separatisten beschießen die Venatorbrücken. Verteidigt das Schiff. Manu, ich habe mich gerecht an dir. What? So eine Kollision mit meinem Kollegen? Ich sehe mir das mal an. Ich weiß zwar nicht, was dieser Geschütz macht, aber anscheinend irgendwas. Okay. Ihnen gehen langsam die Schiffe aus. Mach weiter so. Wir können sie. Wirst beschossen. Nein. Wir haben unsere Venatoren fast außer Gefecht gesetzt. Schlag diese Bomber zurück. Oh.
Hab ihn. Weil. Sieg! Jawohl! Das haben die Klappergestelle davon, dass sie Kampfsoldaten unterschätzen. Hat 6 von unserem Team. Aber hey! Relativ gut dabei. Ja, ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Ich hoffe, das hat jetzt gespeichert. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann!